Ohne die Digitalisierung würde das Format der Wissenshäppchen in der Form nicht stattfinden können. Genauso wie viele andere Dinge auch, die in unserem Alltag, egal ob in unserem Privatleben, als auch im beruflichen Umfeld durch die Digitalisierung geprägt worden ist. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir mit der heutigen Lehrveranstaltung nochmal einen intensiveren Blick auf das Thema Digitalisierung, Disruption und Transformation legen werden. Und der heutige Experte zu dem Thema ist Hans-Christoph Kaiser. Und ein Fakt hat mich total beeindruckt. Er war in über 20 Ländern beschäftigt gewesen, in ja, unterschiedlichen Unternehmen, sowohl deutschen, europäischen als auch amerikanischen Marktführern, als Manager und Geschäftsführer tätig und hat natürlich, was die Digitalisierung anbelangt, ganz viel Erfahrung, die er mitbringt. Und was ich zusätzlich noch total spannend finde, ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten beziehungsweise von den Erfahrungen zu profitieren, wenn sie zum einen die Gewinnersicht erlebt haben, also was passiert, wenn es Veränderungen gibt, die vielleicht auch gerade mal aus dem technischen Bereich kommen, und das betrifft uns ja häufig in unserem Arbeitsalltag auch, dass technische Veränderungen eingeführt werden, aber auch, was ist, wenn man mal auf der Verliererseite steht und dadurch erlebt, wie technische Umwälzungen, die stattfinden, vielleicht nicht so optimal laufen. Und diese ganze Erfahrung, die hat Hans-Christoph ja in unterschiedlichen Kontexten dann auch gebündelt. Als Unternehmensberater gibt er unter anderem das auch weiter, hilft als Führungskraft jetzt bei der Transformationsarbeit vor Ort, ist auch in einem der führenden Branchenverbände für Digitalisierung unterwegs. Und ich bin sicher, dass wir heute nochmal eine ganz andere Perspektive und Einblick auf dieses ja uns alle betreffende Thema erhalten werden. Und deswegen danke ich dir, Hans-Christoph, dass du uns dein Expertenwissen zur Verfügung stellst und freue mich schon sehr auf das Wissenshäppchen, was jetzt präsentiert wird. Vielen Dank für diese sehr freundliche Vorstellung. Wir haben ja unser Thema heute Digitalisierung, Disruption und Transformation. Und ich möchte vielleicht so verfahren, dass wir uns duzen. Solltet ihr mich mal live sehen, dürft ihr gerne auch zum Sie übergehen oder auch beim Du bleiben. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere schon eine ganze Menge über dieses Thema weiß. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass andere dieses Thema vielleicht nur so rudimentär erfasst haben, weil es bisher nicht in ihren Interessensbereich war. Deswegen würde ich gerne mit euch einsteigen, indem wir uns nochmal der Thematik aus einem anderen Blickwinkel heraus nähern. Würde dann mit euch in die Herausforderung reingehen, in die Technik reingehen, in die weichen Faktoren und noch einmal abschließen mit der Herausforderung, die wir als Deutschland, als deutsche Industrienation, als Standort Deutschland haben, was dann auch wieder etwas mit eurer persönlichen Entscheidung oder Entwicklung für euren weiteren Lebensweg vielleicht zu tun hat. Okay. So viel zu den Vorworten. Die vierte Revolution, wie sie genannt wird. Warum es die vierte ist, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Wir stehen nämlich vor dem größten Strukturwandel seit Beginn des Industriezeitalters. Die Digitalisierung ist wahrscheinlich die stärkste treibende Kraft des 21. Jahrhunderts. Natürlich wissen wir das heute noch nicht am Anfang des Jahrhunderts, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr hoch, weil die Digitalisierung so weitgehend, so tiefgreifend und so unfassbar viel Potenzial freisetzt. In dem Sinne ist es insbesondere wichtig, dass man eigentlich versteht, was losgeht. Und es gibt einen Spruch, der lautet, man kann die Gegenwart nicht verstehen, wenn man die Vergangenheit nicht kennt. Und deswegen werden wir uns dieser Digitalisierung einmal von der historischen Seite mit einem Überflug über die Entwicklungen nähern wollen. Denn die Frage lautet ja, was war eigentlich noch die erste Revolution? Es war die Erfindung der Dampfmaschine. Etwa vor 200 Jahren, so Mitte des 18. Jahrhunderts, so 1750 entsprechend. Und man hat
diesen Dampf, den man schon aus der Antike kannte, in einer Maschine so verbauen können, dass er Arbeitskraft ausführen konnte, also menschliche Arbeitskraft, tierische Arbeitskraft übernehmen konnte. Und diese Erfindung hat die Welt komplett umgekrempelt, weil plötzlich stand eine ganze Menge Energie zur Verfügung, die für mechanische Arbeit genutzt werden konnte. Man hat das direkt eingesetzt im Bereich der Webstühle. Das war ein Riesenthema damals. Die Bevölkerung wuchs. Jeder hatte nur sehr begrenzte Kleidung, eigentlich nur ein Arbeitskleid und ein Sonntagskleid. Und Stoffe waren teuer, man trug die Dinge lange. Und so gab es einen riesengroßen Bedarf. Und so ist die Dampfmaschine in ihrer ersten großen Anwendung direkt in die Textilindustrie gegangen. Aber auch in der Kohleindustrie. Und die Kohle war eben ein wichtiger Brennstoff. Man hatte zu der Zeit etwa auch erkannt, dass Kohle deutlich mehr Energie liefert als Holz oder andere Brennstoffe, die man hatte. Und so war man auf der Suche nach Kohle. Die war im Industrieland England, wo diese Dampfmaschine als erstes eingesetzt wurde, relativ leicht zu finden. Sie war relativ oberflächlich. Und so hat man also angefangen, die Kohle zu fördern. Das ging ungefähr bis 30 Meter ganz gut. Aber dann hatte man das Thema, das Problem des Grundwassers. Also suchte man eine Lösung und die Dampfmaschine war hier eine perfekte Lösung, weil man hatte den Energieträger sofort vor Ort und die Dampfmaschine konnte Tag und Nacht pumpen. Und so konnte man immer tiefer in den Stollen gehen, man konnte immer tiefer in die Erde reingraben, hat die Kohle entsprechend gefördert, sie wurde entsprechend günstig und hatte hier immer mehr Energie, um weitere Dampfmaschinen anzutreiben. Und ihr merkt vielleicht schon, da lag einfach etwas Revolutionäres in der Luft, was bis dahin in einem handwerklich geprägten, kleinstädtischen, dörflichen Rahmen nicht so vorhanden war. Dampfwagen war ein großes Thema. Heute eigentlich kann man sich das nicht mehr so vorstellen, aber ein Auto, was halt mit Dampf betrieben war, was wir noch viel besser uns vorstellen können, ist die Eisenbahn, die lief ja auch entsprechend mit Dampf. Deswegen zischte und rauchte die halt entsprechend. Und auch die Titanic hatte eine Dampfmaschine als Antrieb mit verbaut. Die zweite Revolution baute dann auf der ersten auf. Und zwar hatte man erfunden oder man hatte entdeckt, was Elektrizität ist. Noch hier gab es schon lange Grundlagenforschung. Aber zum ersten Mal hatte man es geschafft, einen Generator zu entwickeln. Und dieser Generator war ein Gamechanger. Man hat also aus mechanischer Bewegung Elektrizität gemacht. Und das Tolle an der Elektrizität war, dass man über Stromtrassen ihn transportieren konnte. Das klappte bei der Dampfmaschine nicht, das musste alles vor Ort passieren. Aber jetzt konnte man durch den Generator Energie liefern über längere Strecken. Und alles das, was man vorher mit der Dampfmaschine, also über den Dampf, und wenn die Kohle angetrieben hat, konnte man jetzt über die Elektrizität antreiben. Also die gleichen Maschinen wurden elektrifiziert. Henry Ford hat in seiner Massenfertigung hier auf diese Elektrifizierung gesetzt und hat das erste Ford Modell T auch damit gefertigt. Und auch die Glühlampe, also Edison, der nämlich genau hier ganz besonders auch mit in Amerika damit zu tun hatte und den Gleichstrom in diesem Falle nach vorne getrieben hat, hat die Glühlampe erfunden und hat entsprechend hier Licht ins Dunkel gebracht, um es einfach mal so auch bildlich zu sagen. Aber interessanterweise, während die erste Revolution englandlastig war, also insbesondere England, war die zweite ganz stark in Deutschland verortet. Und das erklärt vielleicht auch, warum wir so viele Elektroingenieure haben, so viele Unis zur Elektrotechnik haben. Die Firma Braun, die Firma Siemens kommen alle aus dieser Zeit heraus und haben hier die zweite Revolution mitgeprägt. Die dritte Revolution hat dann relativ lange auf sich warten lassen. Sie geht erst, fängt erst in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts an, also noch gar nicht so lange her, etwa 50 Jahre. Und zwar ist das die Erfindung der CPU, der Central Processor Unit. Also wir reden hier über die Mikrochips. Und diese Mikrochips hat man dann eingesetzt erstmal in den Mainframes. Die Mainframes waren diese großen zentralen Computer. Man kann sich das heute kaum mehr vorstellen. Aber ein Computer hatte halt ein enorm hohes Maß einfach an physischen Dimensionen, um das zu tun, was heute unser Telefon ein Vielfaches davon mal eben erledigt.
Aber angefangen hat es eben mit diesen großen Kisten, mit den großen Mainframes. Und dort wurden die CPUs entsprechend verbaut. Dann kamen irgendwann die PCs auf. Also die Zeit von Steve Jobs begann, die Zeit von Bill Gates begann mit Windows. Und die PCs wurden dann in den etwa die 80er Jahre kam das auf, dass man einen Personal Computer hat. Also nicht ein Mainframe, ein Zentralrechner mit Bildschirmausgabeplätzen, sondern jeder hatte plötzlich seinen eigenen PC und man dachte auch gar nicht unbedingt, dass sich das durchsetzen würde. Man sagte, was soll man damit machen? Derjenige, der übrigens der Treiber war bei der Entwicklung der Mikrochips, hat dann Intel gegründet und Intel wiederum war Lieferant der PCs. Die CPUs sind die Grundlage natürlich auch für die Handys, als die dann Ende der 90er Jahre aufkamen oder aber auch der Robotik, also alles, was sich bewegt, logisch bewegt, überall ist hier die CPU mit verbaut. Man spricht eigentlich von einer leisen Revolution, weil das passierte einfach. Das war jetzt nicht so groß wie die Revolution davor, aber man kann vielleicht ein Muster sehen. Die Dampfmaschine war sozusagen der Hammerschlag. Die Elektrifizierung baute dann auf der Dampfmaschine auf. Wir haben den Mikrochip. Das ist die Grundlage für alles, was wir elektrifiziert mit smarter Logik heute machen. Und dann kommen wir zur vierten Revolution. Und da wird die ganze Geschichte nämlich dann interessant und bekommt diese Dimension, diese Treiberkraft, von der wir am Anfang gesprochen haben im 21. Jahrhundert. Nämlich die Digitalisierung. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen näher an, die Digitalisierung. Der wesentliche Teil der Digitalisierung ist, dass wir eine Vernetzung haben. Also das ist wirklich im Kern das, was alles verändert. Vernetzung. Vernetzung durch das Internet. Verschiedene Computer können miteinander sprechen. Die Vernetzung durch das Mobilfunknetz. Und dann darauf jetzt aufbauen, IoT, also Internet of Things oder auch Internet of Everything. Überall ist ein Chip drin. Denn dieser Chip heute kostet nur noch ein Bruchteil, ein Cent, nichts. Man kann Chips in Hülle und Fülle Millionen, Milliardenfach überall einbauen und damit treibt die CPU in Verbindung mit der Vernetzung. Und das ist jetzt schon diese Kraft. Nämlich die dritte und die vierte Revolution verbinden sich eben auch miteinander, so wie es die erste und die zweite miteinander getan hat. Und damit bekommen wir nämlich all diese Daten, damit bekommen wir diese Dynamik, damit bekommen wir neue Möglichkeiten für Geschäftsmodelle. Und ihr könnt vielleicht hier schon erkennen oder auch erfassen, dass hier unfassbar viel Kraft drin liegt. Okay. Dann wollen wir mal weiterschauen, was die vierte Revolution auch so uns zu bieten hat. Also nicht nur die Vernetzung, sie verändert übrigens auch unsere Art der Beziehung. Es war vor nicht so langer Zeit noch ganz anders üblich, Freundschaften zu führen, Netzwerke zu pflegen. Und heute laufen die Dinge natürlich über die sozialen Medien und da hat sich eine Dynamik entwickelt, die wir auch in den Nachrichten in einer Weise sehen, die vielleicht euch normal vorkommt. Weil ihr wisst, wenn ihr heute etwas habt, ihr könnt das teilen oder ihr habt etwas gesehen und gebt das weiter oder ihr klingt euch irgendwo ein, ihr seid bei einer Petition dabei, bei einer Demonstration, aber das hat es vor weniger als 20 Jahren noch überhaupt nicht gegeben. Diese Art der Dynamik kannten wir noch gar nicht. Politik und Medien verändern sich durch die Digitalisierung. Man muss anders reden, anders kommunizieren, anders auf Dinge eingehen. Die Medien, das werden wir uns dann vielleicht gleich auch nochmal ein bisschen im Tiefer anschauen, haben natürlich hier eine besondere Herausforderung gehabt, weil Medien konnte man digital besonders gut ablösen. Heute braucht man Medien auf der einen Seite nicht mehr, weil jeder kann berichten, auf der anderen Seite allerdings vielleicht auch besonders, weil natürlich auch eine besonders große Fülle an Müll unterwegs ist, an schlecht recherchierten Dingen, an Falschmeldungen unterwegs ist. Also hier ist auch sehr, sehr viel im Wandel. Und wir sehen diese globale Konvergenz. Die ganze Welt wächst zusammen in einer Art und einem Maße, was die Menschheit noch nicht gesehen hat. Was wir hier erleben und hier machen, hat es in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben.
Das heißt, ihr lebt heute in historischen Zeiten. Und die Frage, und das werde ich ja hinterher dann auch nochmal bei den weichen Faktoren und bei der Herausforderung auch für den Standort Deutschland herausarbeiten wollen, die Frage ist natürlich, wie gestalten wir das? Ist das mein Thema? Und wenn das mein Thema ist, wie werde ich Teil der Gestalter hier? Wir haben diese ganzen viralen Movements, das hatte ich gerade schon angesprochen. Eine Greta Thunberg hätte vor 20 Jahren irgendwo auf einem Rathausplatz gestanden und man hätte an der Lokalpresse etwas davon gehört. Aber so ist innerhalb von einem halben Jahr eine weltweite Bewegung entstanden. Unabhängig, ob das jetzt richtig oder falsch ist, zur rechten Zeit oder zu spät ist. Einfach nur, weil es viral gehen kann. Und warum kann es viral gehen? Weil die Vernetzung da ist aus der vierten Revolution. Das wäre nicht in der dritten gegangen und nicht in der zweiten und nicht in der ersten. Und natürlich, die Wirtschaft verändert sich. Die Wirtschaft muss mit der Digitalisierung ja irgendwie zurechtkommen. Und wir haben auch hier wieder ein Riesenfeld von Leuten, die schon lange dran sind und Leuten, die noch nie was davon wirklich gehört haben, beziehungsweise es bisher immer weggeschoben haben. Und wenn wir über digitale Transformation sprechen, dann ist das genau diese Arbeit, die geleistet werden muss, nämlich sich entsprechend ja heranzugeben im Change Management und von einem Zustand zum neuen Zustand zu kommen. Okay, wir haben die Mechanisierung, vielleicht hier nochmal ein kleiner Nebenhinweis, die CPUs haben die mechanischen Dinge entsprechend smart gemacht und jetzt ist hier der Treiber entsprechend die Digitalisierung, die diese ja, smarten Maschinen entsprechend vernetzt. Schauen wir uns mal an, zur Vernetzung die Entwicklung. Denn ich könnte mir vorstellen, dass das nicht unbedingt so präsent ist, weil es einfach von der Zeit her weit in eure Kindheit oder sogar davor fällt. Wir haben heute als Standard, wo dieses Video aufgenommen wird, im Jahr 2020, 4G ist hier entsprechend der Standard. Aber es gab ja entsprechend auch Standards davor, nämlich 1G und auch das Internet war, wie wir auf dieser Entwicklung sehen können, einmal viel langsamer. Ich kann mich daran erinnern, dass es damals Modems gab. Und diese Modems konnten sage und schreibe 56 Kilobit pro Sekunde übertragen. Also auch wenn man jetzt nicht technisch begabt ist, dann kann man schon an der entsprechenden Grafik sehen, das war nicht sehr viel. Als dann die 128er kamen, das war wie eine Revolution, die Verdoppelung des Internets. Man konnte also richtig schnell unterwegs sein. Das war etwa so in der zweiten Hälfte der 90er Jahre. Was ihr heute kennt, ist sicherlich VDSL 50, also 50 Megabit pro Sekunde oder aber auch 100 Megabit pro Sekunde. Das wird natürlich jetzt auch immer normaler. Und wir wissen, das geht noch weiter. 200, 250, 500, 1 Gigabit pro Sekunde. Das heißt, das Internet wird immer, immer schneller und die Technik entwickelt sich. Bei 1 Gigabit pro Sekunde sind wir im Glasfaserbereich, was ab 2018 entsprechend ausgebaut wird. Und das Gleiche passiert auch bei den Handys. Wenn wir uns hier die Konnektivität anschauen, dann gab es im Jahr 1982 1G. Damit konnte man überhaupt keine Daten übertragen, damit konnte man telefonieren. Also etwas, wo wir heute als Eltern auch sagen, ja, das ist doch, wo, dafür ist das Handy doch da zum Telefonieren. Und ihr sagt, wieso telefonieren? Wir brauchen kein Telefon. Oder nur sehr selten. Dann in den 90er Jahren, Anfang der 90er, gab es 2G. Dann entsprechend 2001 3G. Das war so die Zeit, wo es auch noch WARP gab. Das kennt man heute gar nicht mehr. Ein Vorläufer des Surfens auf dem Mobilfunk. Das war alles mega, ja, stümperhaft. Langsam, die Displays waren alle noch in diesen, ja, nicht so in schwarz-weiß, ich weiß gar nicht, was man dazu sagt, so Bernsteinfarben, so grünliche Farben, also überhaupt nichts mit dem zu tun, wie ein Handy heute aussieht. Und dann aber mit dem Jahr 2007, als Steve Jobs zum ersten Mal sein iPhone vorstellt und zwischen 2007 bis 2012 wurde dann das Netz von 3G auf 4G ausgebaut, das ist ja auch das, was wir heute nutzen. Und jetzt kommt halt 5G als Ausbau, als Voraussetzung auch für alles, was mit Internet of Things zu tun hat, weil wir brauchen dann
eben diese Geschwindigkeiten, um autonomes Fahren zu treiben oder auch smarte Geräte zu betreiben. Hier ist dann entsprechend diese Geschwindigkeit in der Konnektivität vonnöten. Okay, ist das jetzt eine Chance oder ist das eine Krise? Nun, das kommt ein bisschen darauf an, von welcher Seite man schaut. Ich möchte einmal von der krisenhaften Seite einsteigen. Es geht nach Schumpeter, gibt es zwei verschiedene Arten von Innovation. Einmal die erhaltende Innovation, und da kann man sehr gut mit Change Management ansetzen, und ihr habt das sicherlich auch als Teil eures Curriculums, also der Versuch, Veränderungen zu systematisieren und entsprechend gut einzuarbeiten in die Organisation. Und ich möchte hier einmal ein Beispiel bringen aus meinem eigenen Bereich. Es gab die Schallplatte, die werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr wirklich kennen, und es gab die Diskette. Das waren beides Speichermedien, die waren, als sie auf den Markt kamen, revolutionär. Also die erste Diskette, wo man sagte, auf diesem kleinen Raum kann man 1,44 Megabyte speichern. Und am Anfang war es sogar nur die Hälfte. Das war gigantisch. Und dann kam die CD. Das war eine logische Ablösung, eine Entwicklung. Und man hat aus den Musikdatenträgern der Schallplatte dann die CD gemacht. Die war entsprechend besser, die war kleiner, die sah auch viel cooler aus. Und sie hatte dann eben auch viel mehr Speicher, nämlich 720 Megabyte. So war es, 720 Megabyte, während eben die Diskette nur 1,44 hatte. Und das ist so eine Art von Innovation, Change Management. Man hat dieselben Maschinen, man stellt um von der Diskettenproduktion auf CD-Laufwerke und auf CD-Rohlinge. Und so wurde entsprechend dann das Geschäft weitergeführt. Und da gab es entsprechend auch Marktführer, die dann von der einen Technologie zum nächsten Sprung gehen und wieder zum nächsten Sprung gehen. Da gibt es aber eben auch, wie Schumpeter es nennt, die zerstörerische Innovation. Das heißt, es sieht so aus, dass es eigentlich das Gleiche ist, aber es ist doch nicht das Gleiche, sondern es zerstört genau diese Assets. Das heißt, die Maschinen, die man gekauft hat, diese Entwicklungsschritte, die man mitgegangen ist, reichen nicht mehr aus, weil jetzt etwas anderes passiert. Und die CD, und da sind wir mitten wieder was ihr kennt, ist eben zu Spotify gegangen. Wir hören immer noch Musik, aber Musik ist nicht mehr auf physischen Datenträgern. Und man kauft auch Musik nicht mehr, sondern man nutzt sie nur noch und bezahlt für die Nutzung. Im Schritt davor war es ja noch so, dass Leute Raubkopien gemacht haben und die auf CDs entsprechend verkauft haben. Aber mit Spotify und Co. war das überhaupt nicht mehr nötig, sondern jetzt war Musik jederzeit in Hülle und Fülle verfügbar in Top-Qualität. Und das gleiche auch mit der Cloud. Wir brauchen nicht mehr physische Speichermedien, denn wir können die Dinge in die Cloud bringen und dort ablegen. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, darüber kann man auch streiten, aber de facto technisch ist es so, dass die Cloud und auch Spotify die Firmen, die vorher die Platzhirsche waren, die hier durch die Innovationsschritte mit Change Management gegangen sind, zerstört hat. Zerstörerische Innovation als Wesen von Entwicklung nach Schumpeter. Und das ist auch mehr als nur Change Management. Natürlich nimmt das Change Management solche zerstörerischen Innovationen auch mit auf, aber es ist eben nicht einfach nur von Generation ein Upgrade, ein Update, sondern disruptive Umbrüche, also Abrisse, Neuaufstellungen, und daraus entsteht natürlich Transformationsdruck für die Unternehmen, die bisher in diesen Bereichen unterwegs waren. Und nehmen wir gerade mal Spotify, die überhaupt nichts vorher mit Speicherung zu tun hatten, sondern von außen kamen und hier die Platzhirsche angegriffen haben und verdrängt haben mit ihrem neuen Geschäftsmodell. Und das Gleiche kann man auch sehen, wenn man sich schon mal anschaut, was haben wir denn hier ja an Umwälzungen schon erlebt. Denn diese ganze Digitalisierung, die kommt ja nicht erst, sondern die ist ja schon da.
Und alleine in der Zeit zwischen der Aufnahme von diesem Video und zwischen dem, was jetzt passiert, da ist so viel Digitalisierungspower, diese treibende Kraft des 21. Jahrhunderts schon passiert, dass eigentlich schon alles immer veraltet ist. Aber wenn wir die Grundzüge einmal verstanden haben, haben wir eine sehr gute Basis, um darauf entsprechend aufzubauen. Okay, schauen wir uns mal an, den Brockhaus, den werdet ihr nicht mehr kennen. Der Brockhaus war ein Verlag, der die Enzyklopädie schlechthin rausbrachte. Er hatte einen großen Stamm an Redakteuren, die recherchierten und die haben Top-Artikel verfasst und in ein Nachschlagewerk gebracht. Das war so teuer, dass man sich das eigentlich nur ratenweise kaufen konnte oder bandweise kaufen konnte. Man sammelte also den Brockhaus über Jahre, um einmal den Brockhaus in ja, seiner Fülle als Enzyklopädie im Schrank zu haben. Und wenn man den im Schrank hatte, dann wusste jeder, diese Leute sind intellektuell, die wissen wirklich Bescheid, die haben ein Brockhaus. Und dann kam Wikipedia. Wikipedia hat das Geschäftsmodell von Brockhaus komplett zerstört und gleichzeitig hat Wikipedia was erschaffen, was viel größer ist, viel weiter ist, viel internationaler ist und in seinem Wert weitaus höher ist, als was Brockhaus mit seinen begrenzten Ressourcen hätte schaffen können. Warum? Vernetzung. Die Medien hatten wir schon einmal kurz angesprochen. Die Medien sind angegriffen worden von der Digitalisierung sehr, sehr früh, so um die Jahrtausendwende. Denn jeder konnte plötzlich bloggen, jeder konnte teilen, jeder konnte Informationen bringen und man war nicht mehr bereit, für Medien Geld zu bezahlen. Diese recherchierten Artikel mussten aber natürlich in Arbeit erstellt werden und mussten auch bezahlt werden. Und wenn dann keine Einnahmen kamen, dann war das Problem einfach da, dass man ja auf seinen Kosten sitzen geblieben ist. Und es war ja auch so, dass man die Artikel der Medien sehr leicht kopieren und weiterleiten konnte. Und jetzt kam noch was dazu. Früher war es so, also wenn ich sage früher, dann heißt es ungefähr um die Jahrtausendwende, also 2000 rum, dass die Zeitungen und die Medien ganz stark davon gelebt haben, dass sie Werbekunden hatten. Sie waren die Plattform für Werbekunden, um an die Leserschaft entsprechend hier Content auszuspielen. Und dann kam Google. Google hat den Medien in zerstörerischer Weise für ihre Industrie das komplette oder fast das komplette Werbegeschäft abgenommen. Und so waren die Medien als vierte Säule der Demokratie, als Wächter der Demokratie über lange Zeit tatsächlich ja, ausgenockt, wirtschaftlich ausgenockt, inhaltlich ausgenockt. Und es war schon die Herausforderung, die Notwendigkeit, dass sich die Medien komplett neu erfinden mussten. Und so haben wir auf der einen Seite eine gewisse Konzentration in der Medienlandschaft gehabt, durch Insolvenzen, durch Zusammenschlüsse. Und auf der anderen Seite haben die Medien sehr früh sich in die Digitalisierung hinein investiert und haben Bereiche gesucht, wo sie entsprechend mit ihrem Know-how ja sich neu positionieren konnten. Wie zum Beispiel das Berufs- und Karrierenetzwerk Xing. Dahinter steckt ein Medienkonzern, der das früh für sich erkannt hat und hier an der Digitalisierung entsprechend gearbeitet hat. Dann ein schöner Schwank in die Zeit eurer Eltern. Falk Stadtpläne kennt heute kein Mensch mehr, aber ich verspreche euch, in jeder Tankstelle, an jedem Flughafen, an jedem Aussichtspunkt stand ein Ständer mit einem gelben Stadtplan und einem roten Punkt drauf, wo Falk drauf stand. Dort wurden die Stadtpläne, die man in Papier auseinanderfalten konnte, überall standardmäßig verkauft. Und dann kam Google Maps und hat dieses Geschäftsmodell, was jahrzehntelang da war, komplett zerstört. Also heute wird noch mehr gesucht, noch mehr Städteplanungen werden gemacht, aber sie werden eben nicht mehr so gemacht, wie es die Firma Falk betrieben hat. Das Musikgeschäft haben wir über Spotify bereits gerade schon gesprochen. Und auch der Bereich der Hotels hat hier eine enorme Veränderung mitgemacht und mitmachen müssen,
Warum? Das schauen wir uns jetzt mal im Detail gleich ein bisschen an. Aber bevor ich das mache, gehen wir nochmal in den Bereich der Leute, die noch in der Umwälzung sind, beziehungsweise von der Umwälzung schon ergriffen wurden. Nämlich der ganze Bereich des Autos. Autonomes Fahren. Ihr wisst das, Elon Musk mit Tesla. Niemand hätte gedacht, dass der das wirklich schafft. Man hat gedacht, das ist völliger Unsinn. Übrigens, interessanterweise, Tesla, der Name, ist einer der Top-Ingenieure, der Top-Treiber gewesen aus der zweiten industriellen Revolution. Tesla hat für Edison gearbeitet zuerst und dann für die Konkurrenz, weil er war eben einer der Innovatoren. Und so hat sich Elon Musk, nehme ich an, aus diesem selben Grund heraus Tesla als Name ausgesucht. Und die Autos sind natürlich alles, was autonomes Fahren ist, komplett in der Umwälzung. Dann haben wir den Bereich der Reifen. Reifen ist auch ein Riesengeschäft. Und man kann natürlich durch die Reifen, die man bisher beim Reifenhändler gekauft hat, erlebt man einfach, dass die Dinge jetzt online gekauft werden. Ich suche Winterreifen, Sommerreifen, egal welcher Typ. Ich schaue rein bei irgendeinem Reifen24, Reifen.de, egal was, und bekomme die Sachen direkt nach Hause geschickt. Und somit hat sich das Geschäftsmodell meines lokalen Reifenhändlers komplett verändert. Taxis in Kombination mit dem autonomen Fahren, aber alleine schon durch die Apps. Früher hatte ich die Taxizentrale, heute habe ich eine App und entsprechend hat sich das ganze Taxigeschäft einmal geändert oder ist noch in der Umwälzung, weil wir haben ja noch keine autonomen Taxis, aber hier werden wir noch einiges sehen. Das ganze Geschäft der Banken. Banken waren die Platzhirsche. Wenn es um die Ausbildungsplätze ging, dann kamen die Banken ganz vorne. Aber die Banken sind in einer massiven Transformation, weil wir brauchen die Banken heute für vieles nicht mehr, sondern es gibt dafür eine App, zum Beispiel PayPal. Ich kann Dinge weltweit überweisen, ohne je eine Bank gesehen zu haben. Ob das aus Kostengründen Sinn macht, ob ich das gut oder schlecht finde, ist völlig nebensächlich, aber es geht. Und wenn wir wenn wir an die Blockchain denken, dann werden wir genau sehen, dass die Banken hier noch ein Riesenproblem bekommen, weil die Blockchain organisiert ja den Austausch zwischen zwei Parteien ohne eine Mittelinstanz. Und genau diese Mittelinstanz, nämlich die Banken, fallen an der Stelle dann runter. Und auch Restaurants haben das Problem, dass sie vorher immer mit ihren Kunden gesprochen haben und plötzlich schalten sich Akteure dazwischen. Also wenn wir uns am Beispiel von Hotels und Restaurants mal anschauen, dann war es bisher so, und ich sage einfach mal vor Millennium, nach Millennium, vor dem Millennium war es so, da war der Anbieter, nämlich das Hotel oder das Restaurant, und wir hatten den Kunden und die hatten eine direkte Beziehung und es gab noch die Publikation, die Medien und der Anbieter hat in der Publikation entsprechend Werbung geschaltet, der Kunde hat das gesehen oder kannte entsprechend das Hotel und Restaurant selber und ist entsprechend dann im Austausch, also direkt mit dem Anbieter gewesen und der Anbieter mit dem Kunden und die Publikation entsprechend auch. Das hat sich insofern geändert, als dass der Kunde natürlich weiter der Kunde ist, aber der Kunde heute mit einer Plattform spricht. Und wenn ich das so sage, dann ist das für euch total selbstverständlich wahrscheinlich, aber das war vor 20 Jahren. Also das sind nur 2 Jahrzehnte, um nicht zu sagen, also zwischen Baby und Erwachsen war das komplett anders. Da gab es keine Plattform. Und die Plattform redet mit dem Anbieter und die Plattform sagt, was der Anbieter für Preise macht, was er abgeben muss. Booking.com ist so ein Beispiel für den Hotelbereich oder auch Airbnb. Ich rede mit der Plattform als Kunde und die Plattform redet mit dem Anbieter und macht entsprechend auch die Kondition, diktiert die Kondition. Das bedeutet für die Anbieter oft, dass sie für das gleiche Geschäft 20% weniger in der Kasse haben. Jetzt könnte man ja denken, dass sie einfach die 20% draufschlagen, aber das geht eben auch nicht so leicht, weil sie ja auf der Plattform verglichen werden. Und wenn sie das machen, bekommen sie keine Aufträge mehr. Das heißt, sie müssen sich im Grunde die Plattform
Kosten selber ans Bein binden. Oder aber auch, wenn wir ins Essen reinschauen. Ich hätte zum Beispiel persönlich nie gedacht, dass das irgendeiner braucht. Also alles, was wir von Lieferheld kennen oder Foodora oder Pizza.de. Ich meine, man kennt doch vor Ort seinen Anbieter. Man hat die Preisliste zu Hause. Das macht überhaupt keinen Sinn, eine Plattform dazwischen zu schalten. Aber natürlich, die haben so massiv beworben, dass eine ganze Generation aufwächst, die das gar nicht mehr anders kennt. Die wachsen schon damit auf und einmal Plattform, immer Plattform. Das wird zur Gewohnheit und wenn es eine reibungslose Gewohnheit ist, dann benutzt man halt immer wieder Lieferando. Und hier passiert natürlich auch eine Marktbereinigung. Das heißt, das sind dynamische Märkte, wo verschiedenste Leute verschiedene übernehmen. Und zum Schluss, ihr kennt das Prinzip aus der Digitalisierung, the winner takes it all. Das sind diese Netzwerkeffekte. Das heißt, hier wird am Ende, bleibt eigentlich immer nur ein großer über. Und die anderen werden alle weggedrängt. Wir können das zum Beispiel bei Microsoft und bei Google sehen. Microsoft war ja der Konzern schlechthin für digitale PC-Produkte, hat Apple an die Wand gedrückt und war einfach massiv am Markt unterwegs. Aber Google hat ihnen in der Suchmaschine, im Suchmaschinengeschäft, im Grunde alles weggenommen. Ich weiß nicht, wer Bing benutzt, also statistisch je 2 von 10, also weniger als 20%. Aber 80% geht im Grunde an Google. Und das ist genau dieser Netzwerkeffekt. Und warum soll man das ändern, wenn man gute Erfahrungen damit gemacht hat? Ja, vierte Revolution, Krise oder Chance? Schauen wir uns vielleicht mal an der Stelle die gefährlichste Kurve der Welt, wie ich sie nenne, an. Ich nenne sie deswegen die gefährlichste Kurve der Welt, weil wir Menschen exponentielles Wachstum nicht wirklich fühlen können. Denn wenn wir uns die Phase einmal anschauen vor dem roten Punkt, dann passiert hier fast nichts. Uns macht überhaupt keinen Sinn, in Aktion zu kommen. Wir können also lineare Entwicklungen von oben nach unten, von unten nach oben, das können wir alles super gut fühlen und wissen dann auch, okay, das ist gut oder das ist schlecht und kommen ins Handeln. Aber exponentielles Wachstum ist für uns einfach nicht wirklich fühlbar. Denn entweder passiert gar nichts oder es passiert nach diesem Point of No Return, hier durch den roten Punkt gekennzeichnet, so viel, dass wir überhaupt nicht mehr rankommen. Wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann können wir so diesen ersten Teil als Missionsphase betrachten. Das heißt, man sagt, hey, hier kommt was, Digitalisierung ist wichtig, Digitalisierung wird euch verändern, aber Missionsphase deswegen, weil das so wenig einsichtig ist, da muss man wirklich die Gläubigen suchen. In einer zweiten Phase, die dann schon näher an diesem Punkt dran ist, ist die Transformationsarbeit. Die frühen Menschen werden also anfangen, hier schon zu transformieren, werden Change Management machen, werden sich mit Disruption auseinandersetzen, vielleicht auch mit Marktanalysen. Wer greift eigentlich unser Kerngeschäft an? Weil sobald dieser Point of No Return erreicht ist, beginnt die Krisenzeit für die Unternehmen. Da ist nur noch Krisenmanagement gefragt, weil dann geht es so rapide, so schnell, da kommt man nicht mehr ran. Tesla hat gesagt, ihr könnt alle meine Patente haben. Elon Musk weiß, er hat so viel Innovationskraft gesammelt, dass selbst wenn die anderen seine Patente kennen oder sogar nutzen, dass er so schnell ist, so viel voraus, ja, so viel Vorlauf hat, dass die anderen ihn nicht mehr einholen können. Exponentielles Wachstum. Es gibt dazu eine schöne Geschichte und vielleicht kennt ihr die. Und zwar geht die zurück auf die Erzählung, wie das Spiel Schach entstanden ist. Und das geht ins Mittelalter, nach Indien zurück. Und das war natürlich so, wenn man einen König hatte, den konnte man sehr schlecht kritisieren. Und dieser König war nicht sehr gut, er war ein Despot. Und einer seiner obersten Beamten hatte die Idee, ein Spiel zu entwickeln, was ihn pädagogisch daran erinnert, dass der König nicht die größte Kraft hat, sondern darauf angewiesen ist, auf die Leute um ihn herum. Und so ist Schach entstanden. Und wenn man sich überlegt, der König kann beim Schach nicht so wirklich viel. Und das war genau das, was er als Message mitgeben wollte. Und das kam super an. Und der König sagte, also ich möchte dich hier entsprechend belohnen. Was möchtest du gerne haben? Ihr kennt die Story. Und er sagt, ich möchte gerne, dass du ein Korn Reis nimmst
und das verdoppelst auf jedem der Schachfelder. Das kennt ihr wahrscheinlich, aber habt ihr euch mal gefragt, wie viel da rauskommt, wenn man entsprechend das wirklich einmal durchexerziert? Das heißt, ein Reiskorn zu 2, 2 zu 4, zu 8, zu 16, 32, 64, 128. Im Feld Nummer 50, was denkt ihr, wie viel Reis ist das? Eine Schubkarre voll, ein Laster voll, über was reden wir da? Der Kölner Dom wäre bedeckt. Also das ist schon ein massiver Haufen Reis, um den Kölner Dom zu bedecken mit dem entsprechenden Abfall eines Hügels. Und wenn wir in das letzte Feld gehen, was denkt ihr, wo wir dann stehen? Und das ist jetzt genau exponentielles Wachstum. Die letzten Felder sind so dynamisch, sind so gigantisch, gehen so ab, dass bei Feld Nummer 59 ganz Deutschland unter einer 1 Meter hohen Reisschicht bedeckt wäre. Und diese Art von Wachstum oder diese Art von Entwicklung können wir überhaupt nicht gut einschätzen als Homo sapiens. Aber unser Kollege, der Frosch, kann es auch nicht. Wenn er in diesem Wasser sitzt und es erwärmt sich, dann kriegt er auch diesen Punkt nicht hin. Und dann kommt irgendwann dieser Tipping Point, wo die Temperatur rasant nach oben geht. Und wir hoffen natürlich, dass der Frosch dann es doch schafft, noch rauszukommen. Aber angeblich der Geschichte nach kommt er nicht raus. Was nachvollziehbar ist, weil man einfach am Anfang, ja, es erwärmt sich halt, aber es hat keine große Auswirkung. Fassen wir nochmal zusammen, wenn die Rate der Veränderungen außerhalb der Organisation größer sind als die Veränderungen
im Inneren der Organisation, dann ist das Ende in Sicht. Und ich denke, das ist eine unheimlich gute Zusammenfassung dessen, was hier passiert. Das heißt, wenn ihr aus eurem Studium heraus in Unternehmen kommt, ist das ein Gradmesser. Was passiert außerhalb des Unternehmens und was passiert innerhalb des Unternehmens? Wie viel Energie, wie viel Dynamik ist innen und wie viel ist außen? If the rate of change outside exceeds the rate of change inside, the end is inside. Und da hat Jack Welch einen richtig guten Punkt gemacht. Schauen wir nochmal auf das Millennium zurück, also Jahr 2000. Vor dem Jahr 2000, das ist gar nicht so lange her, 1995 hat Microsoft Windows 95 rausgebracht. Das war damals sozusagen die grafische Revolution. Das ist also gerade mal 25 Jahre her. Im Jahr 99 hat Boris Becker damals noch, vielleicht erkennt ihr ihn in seinem jugendlichen Alter, damals noch richtiger Tennis-Star, hat für AOL Werbung gemacht und hat gesagt, ich bin ja schon drin, das ist ja einfach. So kam es im Radiospot immer. Und es ging darum, die Leute zu animieren, das Internet zu nutzen. Und das war nicht selbstverständlich, weil man sich fragte, wie geht das, was macht man da, kann man da was falsch machen, kostet das was? Und 99 hat also Boris Becker hier maßgeblich zur Akzeptanz in Deutschland fürs Internet beigetragen. Wir haben dann 99 Amazon gehabt, die als Buchhändler damals, was völlig abstrus war, wieso sollte man ein Buch online kaufen? Es gab doch Geschäfte, wo man alles bekam, was man brauchte. Und wenn man überlegt, wo Amazon 20 Jahre später ist, einer der dominantesten Player in allen möglichen Bereichen, einer der reichsten, und ich glaube sogar der reichste Mensch der Welt, Jeff Bezos, und vor allem sein Reichtum nimmt ja dermaßen schnell zu. Der verdient ja mehr in einem Monat, als andere in ihrem ganzen Milliardärsleben verdient haben. Dann haben wir eBay 2002. Das heißt, diese Revolution, aus heutiger Sicht ja völlig normal, 1, 2, 3 Mainz, man konnte irgendetwas verkaufen, was man zu Hause hatte. Und wir sind wieder bei den Medien, die ja hier die Kleinanzeigen Teil hatte, wo man die Dinge inseriert hat. Und eBay hat dieses Geschäft komplett den Medien weggenommen. Und dann 2007 das erste iPhone. Ich weiß das noch genau, ich war zu der Zeit in Barcelona. Barcelona war die Leitmesse für Mobilfunk. Und Apple ist nicht gekommen. Und man hat sich gedacht, so, insbesondere Nokia, das lag so richtig im Raum. Was will bitteschön der PC-Hersteller Apple bringen, was wir als Platzhirsche im Mobilfunk noch nicht haben? Und als Steve Jobs das iPhone dann unrevealed, also vorgestellt hat in seiner Community, da war klar, eine disruptive Technologie ist hier an den Start gekommen. Den Rest kennt ihr. Nokia ging als Marktführer den Bach runter. Okay, was kommt im Jahr 2025? Ich möchte mit euch einmal anschauen, wie lange es gedauert hat, bis Innovationen ihre ersten 50 Millionen Nutzer hatten, und zwar in Jahren. Es hat genau 64 Jahre gedauert, bis das Flugzeug zum ersten Mal 50 Millionen Nutzer gehabt hat, kumuliert. Das Auto hat 62 Jahre gebraucht, um dahin zu kommen. Das Telefon 50 Jahre. Also wenn wir hier nochmal zurückschauen, wo wir gerade zum Millennium sind, 20 Jahre, was Amazon als Entwicklung zum Beispiel gemacht hat, es hat allein 50 Jahre gedauert, um das Telefon zu dieser Zahl von 50 Millionen Nutzern zu bringen. Und das ist ja bei einer Bevölkerung von heute rund 7, knapp 8 Milliarden, ist ja 50 Millionen jetzt auch noch nicht mal so viel. Das Telefon hat 46 Jahre gebraucht. Die Kreditkarte 28, das Fernsehen 22 Jahre. Hier schauen wir nochmal rein bei den Computern. Hat 14 Jahre hat das gedauert. 12 Jahre die Mobiltelefone, was ja auch noch echt lange war. Das Internet 7 Jahre, Facebook 4 Jahre,
WeChat, was WhatsApp im asiatischen Raum ist, ein Jahr. Und Pokémon Go, egal ob man das jetzt gut findet oder nicht gut findet, hat 19 Tage gebraucht. Und so geht das natürlich immer weiter mit allen anderen Dingen, Instagram, TikTok, you name it. Es ist immer schneller, werden immer mehr Leute erreicht. Und warum? Durch Vernetzung, was das Wesen der vierten technischen Revolution ist. Okay, und damit sind wir bei dem Bereich der Technologien. Es gibt eine sehr schöne Art, sich diesem Thema der Technologien zu nähern. Und zwar kommt das von Gartner. Die Zahl ist hier schon etwas älter, im Jahr 2018. Wir sehen dann, je nachdem, wir kommen immer mit ein bisschen Versatz heraus, aber entsprechend wandern dann die verschiedensten Technologien durch diese verschiedenen Phasen. Also wir haben am Anfang diese Innovation-Phase und haben dann auch eine unheimlich hohe Erwartungshaltung. Und dann kommt dieser Peak of inflated expectations, also diese Hype, wo man merkt, das kann das ja gar nicht. Und dann verliert sich das Interesse erst wieder. Es geht durch das Tal der Tränen. Aber dann kommt entsprechend auch die Entwicklung und die Dinge, die dann durchkommen, kriegen dann, ja, einfach, werden dann real, gehen in unser Leben, gehen in unsere Wirtschaft, gehen in unser Unternehmen hinein. Und wenn wir hier einfach mal ein bisschen schauen, wo wir uns hier bewegen, nehmen wir uns einfach jetzt mal hier less than 2 years raus, also diese grauen, fangen wir vielleicht mal von unten an und gucken einfach mal, wo wir da sind, dann finden wir erstmal hier schon mal gar nichts. Gucken wir mal die 2- bis 5-Jährigen an. Das heißt, hier haben wir 5G, da haben wir drüber gesprochen. Das heißt, die schnelle Konnektivität. Wir haben Deep Neural Network. Also hier geht es um auch künstliche Intelligenz. So in diese Richtung geht das ganze Thema. Wir haben Deep Neural Nets, also alles, was mit Deep Learning geht, geht auch in dieselbe Richtung. Und Virtual Assistants. Also alles, was sich rund um das Thema autonomes Fahren, aber auch, ja, dass man über Virtual Reality mit anderen Leuten sich ja, kommuniziert oder aber auch Maschinen sich darüber anschauen kann. Also alles so diese groben Richtungen erstmal. Und ihr seht hier, dass eine ganze Reihe an Themen da ist, die jetzt auch noch in den nächsten 5 bis 10 Jahren entsprechend in der Pipeline liegen. Oder aber auch durchaus noch länger als 10 Jahre dauern, wie 4D-Printing. Oder was haben wir hier noch? Ja, hier Flying Autonomous Vehicle, also selbstfliegende Gefährte. Das sind alles richtig viele technologische Sachen. Das entwickelt sich natürlich rasend schnell. Man muss hier, wenn man technologisch am Ball bleiben will, muss man eigentlich immer on the top sein, weil es gibt so viele Startups, so viele Technologieschmieden, die das treiben und sich auch durch die Vernetzung so befruchten, also dass das ein permanentes Kommen und Gehen ist. Aber der Punkt ist einfach, diese Dynamik führt in die Digitalisierung. Das haben nämlich alle Dinge hier gemeinsam. Sie sind getrieben und sie treiben Digitalisierung. Schauen wir uns mal in die wirtschaftliche Komponente an. Und die Zahlen habe ich jetzt bewusst mal etwas älter herausgesucht, weil 2006, wenn wir uns die Top-Unternehmen der Welt angucken, also die wertvollsten Unternehmen nach Marktkapitalisierung, dann war Erdöl, Elektrik, Microsoft Computer, Citigroup Banken, dann nochmal Rohöl, zweimal, das waren die wertvollsten Unternehmen 2006. Wenn wir ins Jahr 2016, umso mehr 2017, 18, 19, 20, also schon ab 2016 war es so, das ist meine Aussage hier, dass die Digitalwirtschaftsunternehmen die wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt sind. Und man merkt, dass Digitalisierung diese Kraft, diese wahrscheinlich größte Kraft, Gestaltungskraft im 21. Jahrhundert, hier bereits sich in den Werten der Unternehmen massiv niedergeschlagen hat. Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon ganz vorne, Facebook und nur ein Ölkonzern, der noch mitspielte in der Top-Liga hier.
Das sind richtig schwere Veränderungen. Und man sieht vielleicht auch an der Herkunft, dass das alles amerikanische Unternehmen sind. Und damit kommen wir am Ende dann auch nochmal auf unsere Frage, wie sieht es denn mit unserem Standort an? Denn wir haben als Standort Deutschland eine Besonderheit, die auch aus der Entwicklung, aus der industriellen Entwicklung kommt. Und wir werden schauen müssen, dass wir uns hier nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, sondern das auch für unsere Zwecke nutzen. Okay, ich möchte drei Arbeitsthesen hier einmal mit auf den Weg geben. Es wird erstens kein Geschäftsmodell mehr geben, das in den nächsten 5 bis 10 Jahren noch so sein wird wie heute. Wir reden also nicht, ob sich etwas ändert in Unternehmen, sondern wie sich etwas ändert. Das heißt, auch wenn ihr aus dem Studium herausgeht, in die Unternehmen rein, ihr müsst davon ausgehen, dass die Unternehmen in einem massiven Wandel begriffen sind und begriffen sein müssen, um in der Digitalisierung Bestand haben zu können. Die Vergangenheit ist eben gerade kein Gradmesser für die Zukunft. Der Erfolg der letzten Jahrzehnte ist nicht maßgeblich für das, was in Zukunft passiert. Also die Frage ist nicht, ob der Wandel kommt, die Frage ist nur, wer wann wie betroffen sein wird. Wer bleibt, wie er ist, wird nicht überleben. Beständigkeit ist ja auch ein Wert und Beständigkeit und Tradition und ja, die Dinge so zu machen, wie man sie gewohnt war zu machen, ist etwas Gutes, aber in der Digitalisierung ist es eben nichts Gutes, sondern der Erfolg von heute ist der Schlaftrunk für den Tod von morgen, um es mal etwas pathetisch auszudrücken. Historie, Erfolg und Größe sind kein Überlebensgarant. Und die dritte Arbeitsthese, Transformation ist ein Prozess und kein Schalter oder Gerät. Was meine ich damit? Es geht nicht darum, Software zu kaufen oder Hardware zu kaufen. Das gehört beides dazu. Aber Transformation ist ein Prozess für die Organisation. Es ist Organisationsentwicklung und zwar top-down und bottom-up, vom left to right und vom right to left. Die komplette Organisation muss sich neu aufstellen, neu auf die Dinge einlassen, die auf sie zukommen. Die Wahrheit ist, Transformation kostet Einsatz, kostet Zeit und kostet Geld. Wenn du keine Zeit hast, kein Geld hast, keinen Einsatz hast in deiner Organisation, dann wirst du die Digitalisierung nicht überleben können. Ja, es geht bei der vierten Revolution um nichts weniger als die Zukunft zu gewinnen oder die Zukunft zu verspielen. Ihr kennt die Adaptionskurve, das Verhalten, wie wir auf Veränderungen eingehen. Wir haben vorne immer diesen kleinen Teil der Innovatoren, dann diese Early Adapters, die zusammen rund die 16% ausmachen, etwa so viel oder ziemlich genauso viel wie hinten die Laggers, die im Grunde irgendwie nie mitkommen. Und dann haben wir die frühe Mehrheit und die späte Mehrheit, was das Gros der gesamten Organisation ausmacht. Und genau so ist es in unseren Organisationen. Das heißt, wenn ihr anfangen wollt, Digitalisierung als Prozess zu treiben, dann werdet ihr genau dieses Muster finden. Ihr werdet Leute finden, die das richtig gut finden. Und ihr werdet Leute finden, die das definitiv ablehnen. Und es wird darauf ankommen, die gesamte Mehrheit zu überzeugen. Denn es passiert jetzt etwas Interessantes, wenn wir eine zweite Kurve drüber liegen, die wir uns schon angeguckt haben, nämlich die gefährlichste Kurve der Welt, dann seht ihr, dass dieses Wachstum, dieses nichtlineare Wachstum, das Exponentielle, sich kreuzt mit dieser Adaptionskurve. Das heißt, es wird auf jeden Fall eine Bereinigung am Markt geben von Unternehmen, die heute durchaus erfolgreich sind, die durchaus ihre Berechtigung am Markt haben, die es aber nicht schaffen, rechtzeitig sich zu transformieren. Und genau hier liegt die Arbeit für uns als BWLer, für uns, die wir Organisationen entwickeln, für die beraten unterwegs sind. Also die Unternehmen und die Organisationen an diese Entwicklung anzupassen. Und das ist nicht leicht, weil wir Menschen lieben
diesen Wandel nicht. Wir lieben zwar Inspiration, also wir lieben, wenn sich was verändert, was ich kontrollieren kann, aber wir hassen den Wandel. Den Wandel, den wir nicht beeinflussen können, den hassen wir. Und deswegen ist es alles andere als einfach, wenn du in einer Organisation Verantwortung trägst, hier Innovation durchzubringen. Aber genau das ist dein Job, denn diese disruptive Innovation, wie Schumpeter es sagt, die zerstört eben Geschäftsmodelle und es ist unsere Aufgabe, die Organisation in die Zukunft zu führen. Okay, Fazit, die Exponentialentwicklung wird die Innovations-Adaptionskurve durchbrechen. Das ist meine These hier und du wirst das mit deinem Know-how anreichern und mit deiner Praxis und wir werden alle gemeinsam sehen, wie sich dieses Jahrzehnt, wie sich dieses Jahrhundert entwickelt. Gorbatschow hat mal gesagt, das ist auch ein bisschen in der Historia, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Er hatte das zu Honecker gesagt, der verpennt hatte, dass West und Ost bzw. sein Volk nicht mehr hinter der DDR steht. Und ihr kennt das, der Rest ist Geschichte, 89, das Volk befreit sich von seinen Machthabern. Und Gorbatschow, der eigentlich der Schirmherr war, aus Russland heraus, hat gesagt, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und das gilt 1:1 auch bei der Digitalisierung. Für manche sieht die Digitalisierung irgendwie so aus wie die Titanic. Und wir haben eine ganze Menge Eisberge unter uns, von Social Media, über Industrie 4.0, über Cloud, über Hyperconnectivity, Deep Learning, Big Data Robotics, Blockchain, aber auch Quantum Computing. Und wir fahren so mit unseren Organisationen so locker und entspannt ja, in die Nacht und in den Eisnebel hinein und haben einen Masterplan für die Digitalisierung gemacht. Wir haben LED-Monitors, wir haben unsere Lichter in LED-Lichter ausgetauscht, wir haben vielleicht sogar ein Update fürs ERP gemacht, haben uns einen Online-Shop gegönnt und ansonsten don't panic ist so diese Haltung, das wird schon. Ich glaube und bin davon überzeugt, das ist zu wenig und zwar viel zu wenig, weil die Dinge sind so massiv dynamisch, dass es mehr braucht, um durch dieses Eisfeld unbeschadet hindurchzukommen. Und deswegen brauchen wir Leute, gute Kaufleute, gute Controller, wir brauchen gute Entwickler, wir brauchen gute ITler, wir brauchen gute Chief Digital Officer, was jetzt mein Feld ist, die im Unternehmen Dinge treiben, damit unsere Unternehmen sich weiterentwickeln, am Markt bleiben, denn wir sind ja nicht in Deutschland alleine, sondern stehen ja im internationalen Wettbewerb. Andere spielen dieses Spiel entsprechend auch. Und während die einen Krise erleben, das war ja mal die Frage, die wir zwischendurch hatten, ist es Krise oder Chance, erleben die anderen ihre richtig große Chance. Und ich möchte jetzt aussteigen noch mit einem kleinen Teil, der etwas soft ist und mit einem ja, Abschlusssatz. Denn wenn wir Digitalisierung gestalten wollen, dann brauchen wir eine gewisse Voraussetzung, ein gewisses Mindset. Das erste ist einmal Erkenntnis und ich hoffe, dass euch diese Einheit hier mitgeholfen hat, auf eurem Weg ein Stück mehr Erkenntnis zur Digitalisierung zu bekommen, ein Stück mehr Gefühl dafür zu bekommen, wo die Dinge herkommen und wo sie hingehen. Denn wenn wir Erkenntnis haben und das mit Willen kombinieren, also den Willen wirklich in einer Organisation Entwicklung anzustoßen, und das hört sich leicht an, Willen ist nicht selbstverständlich. Wir haben für Wandel keinen Willen. Dieser Wandelwillen muss erst erzeugt werden und das ist ein enormer Aufwand, Überzeugungsaufwand, Ansageaufwand, Werbeaufwand, vielleicht sogar auch ein Kündigungsaufwand, dass wir als Team insgesamt nach vorne kommen. Wir brauchen Verständnis. Wir brauchen dieses Grundsatzverständnis, worum es eigentlich in den verschiedensten Disziplinen geht. Wir brauchen ein Verständnis für Hardware, für Software, für Organisation, für Entwicklung, für Controlling. All das muss sich zusammen mit Erkenntnis und Willen mischen. Und wir brauchen Geld. Ich hatte das vorhin schon gesagt. Wir brauchen für die Transformation Geld. Ohne geht es nicht. Und das Timing muss stimmen. Wir brauchen nämlich Zeit. Je näher wir an diesen Tipping Point kommen, desto weniger Zeit haben wir und desto mehr beginnt die Krisenzeit von Unternehmen. Also Missionsphase, da werden wir einige kriegen, aber diese Transformationsarbeit muss so früh wie möglich
vor dem Tipping Point stattfinden. Und wir brauchen die Entscheidung, wirklich etwas anzugehen, denn es besteht akuter Handlungsbedarf. Und das ist ja das Tückische an dieser gefährlichsten Kurve, weil es sich nicht so anfühlt. Aber es ist genau so, denn wir laufen auf diesen Tipping Point zu. Und wenn wir über Netzwerkeffekte sprechen, das heißt, the winner takes it all, das bedeutet nämlich für alle anderen, sie kriegen nichts oder fast nichts. Und deswegen gibt es aktuellen Handlungsbedarf. Und es geht ja nicht nur darum, dass wir das in der Theorie machen, es geht um die konkrete Umsetzungsarbeit vor Ort mit den Mitarbeitern, mit den Abteilungen, damit wir entsprechend hier transformieren. Und es geht um Geschwindigkeit, denn so wie die Einführung der Technologien vorher in Jahren, in Jahrzehnten sich entwickelt, reden wir heute über Monate, Wochen, Tage. Wir brauchen Geschwindigkeit in unseren Organisationen. Ja, und damit kommen wir zum Ende und ich möchte abschließend auf einen Umstand hinweisen. Wir haben in der zweiten technischen Revolution, dadurch, dass wir sie maßgeblich, also die Elektrifizierung getrieben haben. Daraus hat sich auch der Maschinenbau mitentwickelt. Und dieses Ingenieurwesen, dieser Maschinenbau, produziert oder stellt die Maschinen der Welt bereit. Fast alle Produkte dieser Welt haben irgendetwas mit Maschinenteilen oder ganzen Maschinen aus Deutschland zu tun. Dafür sind wir bekannt, dafür sind wir berühmt, darauf sind wir stolz. Diese Maschinen sind heute aber fast ausschließlich mechanische Maschinen. Wir verkaufen die Maschinen und wenn wir sie verkauft haben, wissen wir eigentlich nicht mehr, was danach passiert. Es gibt erste Ansätze, das zu ändern, das heißt Daten zu erheben, Daten zu sammeln, Geschäftsmodelle darauf aufzubauen, Serviceintervalle darauf aufzubauen. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist der, wir sitzen als deutsche Nation, als deutscher Standort auf einem potenziellen Berg an Informationen, an wertvollen Informationen, weil die Maschinen, die wir haben, diese Informationen produzieren. Und es wird jetzt darum gehen, ob wir etwas aus diesem Datenschatz machen. Und ihr wisst das, Daten sind der Rohstoff der Digitalisierung. Ob wir aus diesem Datenschatz etwas machen oder ob andere uns diesen Datenschatz abjagen. Denn andere haben das natürlich auch erkannt und bieten Systeme an, die über Sensorik Daten liefern und diese Daten dann entsprechend ganz woanders hingehen. Das heißt, wir sind entweder diejenigen, die diesen Datenschatz heben, diesen Datenschatz für sich nutzen und verwerten, oder das machen andere und wir werden nichts weiter als der verlängerte Werkarm, die verlängerte Werkbank von den Unternehmen, die das echte Geschäft machen. Und das ist eine historische Aufgabe für den Standort Deutschland. Da wird sehr viel von abhängen. Die erste Welle der Digitalisierung ist durch. Das heißt, alles, was B2C ist, also Suchmaschinen, wir haben Amazon, es wird keinen zweiten Amazon geben, es wird auch keine zweite Suchmaschine geben. Wir haben auch keinen zweiten eBay wird es geben. So, diese ganze B2C-Geschichte ist durch. Aber jetzt geht es darum zu fragen, wie oder wer wird im B2B-Bereich der sein, der den beherrschenden Faktor hat, der am Netzwerkeffekt, der in the winner takes it all oben steht. Und da kommt ihr ins Spiel. Weil wir brauchen natürlich gute, junge Talente aus allen Disziplinen, die die Digitalisierung für Deutschland, für den Standort Deutschland mitgestalten. Die Treiber sind, die ihr Talent einsetzen, die ihr Wissen einsetzen, die Unternehmen entwickeln. Denn entweder haben wir eine exponentielle Entwicklung nach oben und werden Treiber, so wie in der zweiten technischen Revolution. Dass wir das können, haben wir schon bewiesen. Oder wir werden exponentiell abfallen und andere werden dieses Geschäft machen
und wir werden eigentlich nur die Krümel machen. So wie China damals die Werkbank war, so werden wir die Werkbank der Zukunft sein. Und den Unterschied dazwischen, da gibt es keinen Hebel, da gibt es keinen Schalter, sondern es ist ein Prozess. Und wer macht die Prozesse? Die machen Leute wie du, wie der Kommilitone, wie deine Kommilitonin. Ihr macht den Unterschied. In diesem Sinne möchte ich mich verabschieden. Es hat mir Spaß gemacht, hier diese Session aufzunehmen und euch bereitzustellen. Und ich hoffe, dass wir uns in dem einen oder anderen Kontext nochmal wiedersehen und gemeinsam Projekte nach vorne treiben für den Standort Deutschland. Vielen Dank und bis dahin.